So, hey zusammen, hier ist wieder der Weezent und heute geht es weiter mit den Terraria-News. Okay, also das Thema ist nicht wirklich etwas Wichtiges, sondern Senex, also eine Entwicklerin oder die Vizepräsidentin von WeLogic, also die, was Terraria machen für den PC, hat mal vor einer Zeit, das war schon ein bisschen länger her, hat sie mal so ein Bild gepostet, was sie nachher gleich wieder gelöscht hat. Und ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Ich weiß nicht, da gibt es nicht unbedingt etwas Besonderes drauf, aber es hat das Bild gelöscht und deswegen kann man es nicht mehr sehen. Deswegen wollte ich es nur hier zeigen und aufbehalten, damit es online bleibt und falls man irgendwann drauf zurückgreifen will, damit man es halt noch sieht. Aber ja, ich glaube nicht wirklich, dass etwas Besonderes dabei ist. Man kann halt sehen, dass es so aussieht, als würden unten Banner auf Plattformen platziert sein. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, da wurden einfach die Blöcke nur mit dem Hammer platt gemacht und dann Banner dran gehängt. Weil eigentlich kann man ja keine Banner an Plattformen dranhängen. Aber ich glaube, mit diesem Hammer-Trick sieht das so aus, als würde das gehen. Aber ja, sonst glaube ich, ist nicht wirklich was Wichtiges. Also ja, dann würden wir mal weiter zum nächsten Thema gehen. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Creation Compendium. Das ist so eine monatliche Zusammenstellung von verschiedenen Terraria-Fanarts, Musik von Terraria, Memes oder alles mögliche halt von Terraria. Die kann man eben auf dem Forum einsenden. Wie das geht, habe ich schon mal in anderen Terraria-News gezeigt. Und das hat vor kurzem seine Regeln ein bisschen geändert. Nämlich haben oft viele Leute halt irgendwas reingesendet, was halt richtig sinnlos war und einfach nur richtig hässlich zum Beispiel. Und das wollen die Leute vom Creation Compendium nicht mehr. Deswegen haben sie eine neue Regel eingeführt, dass Sachen, die jetzt nicht so super schön aussehen, nicht mehr mit reingenommen waren. Also es muss schon ein heftiges Problem gewesen sein. Und noch eine Sache zum Creation Compendium. Im letzten Creation Compendium vom August, glaube ich, war euer Boy der Weezent dabei. Nämlich da habe ich ein Terraria Speedbuild gemacht von der TV-Serie Game of Thrones und das wurde dann dort mit reingenommen. Also auch ziemlich cool. Und wenn ihr das Video noch gesehen habt, könnt ihr es jetzt auch rechts oben in den Infocard angucken. Und ich war auch ein zweites Mal drin in den Creation Compendium, nämlich auch wieder für das Game of Thrones Charaktervideo, weil da habe ich ein Video gemacht, wie ich halt in Game of Thrones verschiedene Charaktere nachgebaut habe. Falls ihr das Video noch gesehen habt, könnt ihr es noch anschauen. Und das Video wurde auch im Creation Compendium gezeigt, im September glaube ich, also im 1. September ist das rausgekommen und da wurde es gezeigt und ja, ziemlich cool eigentlich, finde ich richtig cool. Und noch eine Sache beim Creation Compendium, nämlich gibt es da im September jetzt auch einen Logo-Wettbewerb, die braucht nämlich ein neues Logo und da könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt. Ja, also ihr könnt ein Logo für das Creation Compendium machen und ja, ihr müsst halt den gleichen Regeln folgen, die das Creation Compendium generell hat und da müsst ihr auch also nicht nur ein Logo erstellen, sondern auch ein Banner, ein Zwischenteil, was halt verschiedene Themen trennen soll, also ein Bild, was halt als Trennung verwendet wird, damit er halt zwischen verschiedenen Themen halt trennen kann und so. Und auch eine Fußleiste. Und ja, wenn ihr die vier Bilder, glaube ich, sind, das gemacht habt, dann könnt ihr die an die Pinnwand von Darth Morph im Terraria-Forum posten. Wie das ganz genau geht, steht auch noch in Creation Compendium generell dabei. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mitmachen, wenn ihr das könnt. Dann habt ihr die Chance, das neue Logo von denen zu machen. Und ja, wäre ziemlich cool eigentlich. Und noch eine Sache zum Klarstellen. Ein paar Zuschauer haben mal gedacht, dass ein Tweet von Pipeworks irgendwie was Besonderes bedeutet oder so. Aber nee, die haben nur getweetet, dass sie jetzt einen Stream machen. Also sie machen ja wöchentlich, glaube ich, Streams auf dem Terraria Twitch-Kanal. Und dann spielen sie ein bisschen Terraria und so und reden ein bisschen über die Entwicklung. Und einmal pro Woche kommt auch ein Video raus. Und das zeige ich halt immer, wenn es rauskommt. Nämlich, da zeigen sie halt immer, was Neues in 1.3 dazukommt. Und jetzt halt für Konsole und Handyversion ist. Und ja, das war nur eine Stream-Ankündigung. Und man hat halt gesehen, dass hier ein neues Terraria-Logo eingeblendet wurde, was man sonst, glaube ich, noch nie gesehen hat. Das war auf jeden Fall neu, aber sonst ist eigentlich nicht wirklich was Neues. Außer, dass sie halt gesagt haben, dass es langsam 1.3 endlich rauskommen wird für Konsolen. Wie ihr wisst, wird Version 1.3 für Konsolen im dritten Quartal von 2017 rauskommen, also im dritten Viertel. Also von Juli bis September. Irgendwo da wird die Konsolenversion rauskommen und die Handyversion von Terraria, also die 1.3-Version von Handyversion von Terraria, wird im vierten Quartal rauskommen. Also in den letzten drei Monaten von 2017, also Oktober, November und Dezember. Und die Switch-Version wird irgendwo dazwischen rauskommen. Und noch eine kurze Sache, Pipeworks Studio hat auch meine Bilder von Game of Thrones, die ich auf Twitter gepostet habe, auch nochmal gepostet, also nochmal getweetet. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass die Entwickler von Terraria einfach mein Bild nicht nur gesehen haben, sondern auch noch weiter geteilt haben. Also richtig, richtig cool. Danke nochmal an euch, ich weiß, ihr seht es nicht. Aber trotzdem. Okay, wenn euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte, wäre es cool, wenn ihr kurz mal den Like-Knopf drücken würdet. Würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Dann, wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, könnt ihr abonnieren und die Glocke klicken, weil dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade, wie zum Beispiel Terraria-News. Und dann war es auch das mit dem Video. Ihr könnt auch noch andere Videos angucken. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.